Ja, hallihallo, herzlich willkommen. Hallo Martin, grüß dich. Hallo Martin. Ja, schön, du bist jetzt schon hier das dritte Mal bei Naturepreneurs. Ja, also, und das hat auch so seinen Grund, denn bei dir laufen spannende Sachen und entwickeln sich irgendwie im Affenzahn. Und das freut mich natürlich. Das ist total interessant, dich da so zu begleiten. Und ich finde, das ist ja auch die Idee hinter Naturepreneurs, nicht nur ein Standbild zu bringen, sondern auch die Leute ein bisschen zu begleiten und zu gucken, was hängt da dynamisch hinter und wie entwickeln die sich da. Das ist ja so meiner Meinung nach der echte Beobachtungsmehrwert, wenn man so eine dynamische Perspektive langfristig auch entwickeln kann. Und ja, ich freue mich, dass wir heute wieder ein bisschen darüber klönen, was so in den letzten Monaten bei dir passiert ist. Ich denke gerade nochmal zurück, so ein bisschen an unseren letzten Talk. Im letzten Talk ging es darum, um so, das war ein bisschen Geheimnis umwoben, irgendwie so the next big thing, irgendwie so der große Shift, der so in der Luft liegt. Und ich glaube, ich habe dann unser Gespräch betitelt vom Ich zum Wir 2.0. Das war, glaube ich, so Genau. mein Titel unseres Genau. Gespräches. Vielleicht kannst du jetzt so ein bisschen das Mysterium lösen, was das war und was dann da so passiert ist. Ja. Also als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da war das so, dass ich im Prinzip schon seit längerer Zeit mit so einer Geschichte schwanger gegangen bin, die mein eigenes Leben ziemlich berührt hat in den letzten Jahren, auch ziemlich radikal verändert hat und auch einfach meine Sicht der Dinge ziemlich verändert hat. Und auch ein Ding, wo ich so ein bisschen Manschetten vorhatte, muss ich auch sagen, weil das, worum es hier geht, ich nenne es den Big Shift. Da geht es jetzt nicht nur alleine um Coaching und dass man positiv denkt oder was weiß ich nicht alles, sondern es geht so ein bisschen auch so eine etwas größere Perspektive. Und da habe ich auch so ein bisschen Manschetten vorgehabt, dass ich gedacht habe, okay, ja, kann ich das überhaupt auch vertreten, wenn man jetzt, sage ich mal, so ein bisschen weggeht nur von dem persönlichen Schicksal und was man so macht, ja, und dass man erfolgreich ist und Geld verdient, kann man das in größeren Kontext einbetten? Denn ich glaube einfach, dass wir momentan in einer total spannenden Zeit sind, in der sich einfach ganz viele Dinge komplett verändern und dass wir in einem sogenannten, ich nenne das Big Shift drin sind, der große Wandel. Was das ist, das will ich gleich nochmal im Detail erklären. Ich will einfach nur so ein bisschen so mal so Feedback geben, wo ich vor einem Jahr gestanden habe und was mich da seitdem beschäftigt hat. Und dieser Big Shift, das ist dieser Wandel, wenn ich das mal so vorsichtig ausdrücken darf oder so einfach ausdrücken darf, eigentlich im Prinzip von Angst zu Liebe. Aber man könnte auch sagen, von Misstrauen, Sorgen, Zweifeln, Kampfmodus hin zu Vertrauen, Kooperation, Synergie, Liebe, auch Selbstliebe und so weiter und so fort. Und das nicht nur auf einer, sag ich mal, persönlichen Ebene, sondern auch im Business-Bereich. Wir hatten ja das letzte Mal drüber unterhalten, über das eine Unternehmen Synaxon, die zum Beispiel auch einen solchen Shift hingelegt haben, einen Big Shift hingelegt haben von einer angstbasierten Unternehmenskultur zu einer vertrauensbasierten Kultur. Und ich glaube, dass sich das in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, zum Teil auch ein bisschen sogar schon in der Politik, da gibt es ja auch ganz interessante Ansätze von anderen Leuten, ja, die oder in der Wirtschaft. Ich denke zum Beispiel an Christian Felber, den ich interviewen durfte, zum Thema Gemeinwohlökonomie, AdTech und so weiter und so fort, die ja sich nun auch Gedanken machen, wie können wir denn irgendwie andere Ansätze verfolgen. Und das war so ein bisschen das Thema, mit dem ich das letzte Mal sehr schwanger gegangen war und wo ich auch so ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin, auch so ein bisschen Manschetten vorhatte, ein bisschen Bammel vorhatte. Und wie das dann so ist, die Angst weist einen schon den richtigen Weg, habe ich dann gesagt, Martin, ne, diesen Schiss, den du da jetzt hast, irgendwie, den kriegst du nicht weg, irgendwie durch Nachdenken, Planen oder sonst was. Da musst du jetzt durch, musst jetzt raus. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe dann im Prinzip im Herbst angefangen, also nach den Sommerferien, das erste Mal auch dazu Webinare zu geben. Nicht mit der Zielsetzung unbedingt, dass ich jetzt rausgehe und den Leuten den großen Big Shift predige, sondern auch, um erstmal überhaupt einen Dialog zu gehen. Ne, weil, sag mal, das, was ich bis dahin für mich erarbeitet hatte, was ich auch, sage ich mal, aus verschiedensten Büchern, Interviews, Gesprächen mit Experten für mich sozusagen rausexerpiert hatte, das war jetzt sozusagen in meinem Kopf drin, aber weißt du, das musst du einfach auch ab und zu einfach mal abgleichen. Da musst du einfach mit anderen Leuten auch drüber reden, die dir vielleicht auch mal eine andere Perspektive nochmal eröffnen. Und dieser Dialog war jetzt einfach dringend Ja, notwendig und und das habe ich dann spannend. gemacht. Und das hat so dermaßen reingehauen. Ja, die Resonanz war so
so gewaltig, wie ich das noch nie bei einem Thema, das ich bis jetzt, sage ich mal, als Coach oder Trainer in die Öffentlichkeit getragen habe, erlebt habe. Wow. Es war so ein bisschen, als hätte ich da so einen Nerv angerührt, der so ganz offensichtlich auch da ist. Ne, nicht, ich habe jetzt irgendwie hier einen Trend erfunden, sondern da ist schon was da, was ganz viele Menschen beschäftigt, womit die sich auch auseinandersetzen. Und vielleicht war mein einziger Verdienst sozusagen, dem mal so einen Titel zu geben, Big Shift oder sowas, und vielleicht so ein bisschen den Gesamtrahmen nochmal zu verdeutlichen. Aber es war schon so, dass ganz viele Leute mir auch geschrieben haben, auch danach gesagt haben, Martin, das, was du da thematisierst, das ist auch genau das, was ich gerade so erlebe. Ich konnte es vielleicht jetzt nicht so in eloquente Worte packen wie du, aber das ist das, was ich auch in meinem Umfeld erlebe, was ich in meinen Diskussionen mit meinen Bekannten, Freunden, in der Familie, bei der Arbeit etc. erlebe. Und dieser, sag ich mal, erste Lauf mit den Webinaren hat mich dann wirklich ermuntert zu sagen, okay, komm Martin, jetzt sei mal ganz ehrlich mit dir selbst, das ist doch dein Thema. Und ich glaube, es war zum ersten Mal in meiner 20-jährigen Karriere so als Coach, Trainer, Autor, dass ich auch gedacht habe, und das ist ein Thema, das jetzt vielleicht auch dein Thema ist bis zum Lebensende. Ich weiß ja Okay, nicht, wie lange wow. ich so habe, ne? Okay. Deswegen, ich sag mal, das ist noch eine etwas andere Nummer, als wenn man jetzt so sagt, was weiß ich, ich mache so Quest oder Berufung und dann mache ich noch Effectivity, so Zeitmanagement, Produktivität. Das sind alles auch so Themen, mit denen ich mich in den letzten Jahren so beschäftigt habe. Aber Big Shift, das ist irgendwie eine andere Nummer. Und ich sehe einfach, dass das ein großes Thema ist und dass das auch viele Facetten hat. Eben auf einer persönlichen Business-Ebene können wir gleich noch ein bisschen im Detail besprechen, wenn du magst. Und das war die Entscheidung, die ich dann letztes Jahr getroffen habe, für mich, also im stillen Kämmerlein, dass ich gesagt habe, Martin, darum geht's jetzt hier. Ne? Und das ist das, was jetzt für dich wirklich in deinem Leben ansteht. Und es ist ein großes Thema, da wirst du noch ein bisschen Zeit mit verbringen können, irgendwie das auch in die Welt zu tragen, auch nicht allein in die Welt zu tragen, das ist auch noch ganz wichtig. Und so habe ich dann angefangen, als erstes dazu auch ein paar Ressourcen aufzubauen. Es gibt so ein Starter-Kit, das man sich kostenlos runterladen kann. Es gibt Webinare, die man sich dazu ansehen kann. Das war so das Erste, was ich gemacht habe. Und es gab dann auch das erste Mal einen Kurs, den Big Shift Jahreskurs, wo ich dann einfach handfeste Sachen angeboten habe, wie man diesen Big Shift für sich persönlich auf Okay. Reihe kriegt. Bevor wir jetzt gerade über diese Sachen sprechen, die es dann jetzt gibt, so dieses Starterpack Jahreskurs und wie das war, das interessiert mich auch sehr, wie dieser erste Durchlauf war. Da das ist ja meistens erst, wenn man es wirklich, sage ich mal, in die Welt bringt, dass man dann erst merkt, womit das über alles resoniert. Ja, wird mich aber nochmal interessieren, dass du auch gesagt hast, dass das wirklich so dein Thema sein könnte, irgendwie so deine Sache. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie denn bei dir ganz persönlich dieser Big Shift war. Weil, also das fände ich jetzt noch mal am tollsten, weil du auch gesagt hast, persönlich, businessmäßig und so, das ist, finde ich, immer das Wichtige, dass Leute das auch wirklich leben und erleben, ja. Und ja, wie war denn dein Big Shift? Ja, ich weiß nicht, wie viel ich schon in den früheren Netrepreneurs-Sitzungen so preisgegeben habe. Ich erzähle das jetzt mal so, wie es so war oder sowas, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich vielleicht an einer oder anderen Stelle wiederhole. Also, man kann eigentlich sagen, dass so mein Leben so von zwei ganz besonderen Krisen gekennzeichnet war. Also Sachen, wo ich wirklich herausgefordert worden bin. Die erste Herausforderung war so in den 90er Jahren, als ich mich so in so einen Job verrannt hatte, der eigentlich nicht meins war und wo ich dann wirklich in so eine sehr große, ja, ein sehr großes Loch gefallen bin, irgendwie keine Aufträge, alleine gewesen, Geld verloren, verschuldet und bla bla bla. Also es war wirklich ein ganz schlimmes Ding, bis ich dann irgendwann begriffen hatte, du musst deinem Herzen folgen und das habe ich dann gemacht und habe mich dann 2000 als Trainer selbstständig gemacht. So, und dann ging das so los, dass ich im Prinzip so eigentlich einen ziemlich guten Lauf hatte. Weißt du, ich habe 2001 mein erstes Online-Training gemacht, ich habe mit Jungfermann eine E-Book-Plattform aufgebaut, ich habe 2002 Daimler als einen ersten E-Learning-Business-Kunden gewonnen, ich habe 2002 das erste Quest-Online-Training gegeben,
2003 ist Effectivity international geworden. Dann habe ich dann plötzlich in die ganze Welt unterrichtet. 2004 ist das Questbuch entstanden. 2004 habe ich einen riesen Auftrag von einer Firma bekommen für eine Webkonferenzlösung. Und das lief im Prinzip so echt am Schnürchen, ne? Also kann man sagen, ein bisschen so nach Bilderbuch, ne? Ein Auftrag nach dem nächsten. Ich war Besser Bilderbuch verheiratet, als ich hatte Kinder. Was? Ja? Bilderberg. Besser Bilderbuch als Bilderberg, habe ich gesagt. Genau. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. So. So, und dann war ich einfach an so einer, eigentlich, ja, das ist eigentlich, als am Schnürchen lief, wie man das so wollte. Ich hatte tolle Kunden, irgendwie das Business lief und so weiter und so fort. Und das einzige Problem war, dass ich total viel zu tun hatte, ne? Und das auch ich gemerkt habe, so 2005, 2006 bin ich so ein bisschen aus so einer Erschöpfung reingeschlittert. Nicht Burnout oder sowas, will ich gar nicht überdramatisieren, aber es war schon so, dass ich gemerkt habe, ich bin so ganz schön auf der Kante, sehr viele Projekte und so weiter. Und dann ist was passiert, was sehr herbe war. Und zwar ging das los damit, ich hatte diese Webkonferenzlösung an den Start gebracht, irgendwie, ich hatte da auch gutes Geld mit verdient, ich hatte die auch verkauft. Und dann tauchten da plötzlich permanent technische Querschläge auf, technische Probleme, die mir irgendwie das alles so verhagelt haben. Und ich habe dann unglaublich viel Zeit da reingesetzt, das irgendwie auf die Kette zu kriegen. Und egal, was ich versucht habe, klappte irgendwie nicht. Dann habe ich einen Partner dazu geholt, der sich ein bisschen mit drum kümmern sollte, auch Vertrieb machen sollte, hat aber nicht hingekriegt. Machte dann irgendwann auch die Grätsche. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo dann plötzlich alles aufeinander kam. Der Partner hat gesagt, sorry, ich kann nicht mehr. Mein Geld war aufgebraucht vom vPresenter, weil wir irgendwie, ne, einfach nicht da mit dem Ding an den Start gekommen sind. Ich war zufälligerweise nochmal Papa geworden. Ich hatte jetzt also zwei Kinder am Start. Ja, meine Frau hat nicht gearbeitet. Und dann kam die Finanzkrise, das war so 2008, 2009, und dann haben einfach meine größten Kunden ihre Weiterbildungsetats erstmal eingefroren, wie das halt so läuft, ne? Und dann stand ich plötzlich mit dem Rücken zur Wand. Und das war eine so furchtbare Erfahrung, dass ich sie heute noch nicht mal mit Worten richtig beschreiben kann, weil mich da eine so tiefe Angst gepackt hat, ja, die mich auch nicht mehr losgelassen hat. Weißt du, wenn ich morgens aufgewacht bin, war die Angst da. Wenn ich in den Tag gegangen bin, war die Angst da. Wenn ich abends ins Bett gegangen war, war die Angst da. Ne? Ich habe zwar gearbeitet wie ein Weltmeister, das war so ein bisschen meine Art und Weise, damit umzugehen, aber de facto konnte ich damit nicht richtig umgehen. Und jetzt war das aber so, dass die Angst da sozusagen den richtigen getroffen hatte, weil ich bin natürlich Trainer und Coach, weißt du, und es hat mich jetzt nicht jemanden getroffen, der jetzt unerfahren ist. Im Gegenteil, ne? Ich hatte ja schon wirklich auch Erfahrungen im Petto, aber ich habe auch gemerkt, diese Energie, die ich da jetzt in mir gespürt habe, die hatte eine solche Wucht, dass ich dem mit meinen herkömmlichen Bordmitteln einfach nicht gewachsen war. So, und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Ich wollte wissen, wie kommt man aus der Nummer raus? Ja, was kann ich denn da jetzt wirklich tun? Wie schaffe ich das? Und weil ich keine Lösung hatte, habe ich gedacht, gut, dann fragst du die Experten. Da habe ich zum Beispiel Professor Dr. Hüther interviewt zum Thema Angst. Der hat mir auch eine Menge Sachen darüber erzählt, was da neuronal abläuft, ja, warum wir auch, sag ich mal, gesellschaftlich oft nicht richtig erzogen werden, mit Problemen richtig umzugehen, welche Gefahren auch von den Medien ausgehen, wenn wir uns zu sehr von diesem Alarmismus der Medien irgendwie in Beschlag nehmen lassen. Und das war ja zu einer Zeit, das muss man ja sagen, das war Finanzkrise, weißt du, da war das dann so, dass plötzlich Unternehmen abgeschmiert sind, viele Leute ihren Job verloren haben, permanent irgendwie Katastrophenmeldungen kamen, noch eine Bank, die irgendwie gerettet werden muss. Ne, Politiker saßen da mit düsteren Mienen und haben gesagt, das geht jetzt, ne, die nächsten 10 Jahre haben wir nur Rezession und was weiß ich nicht alles. Ne? Alles Dinge, wo mir plötzlich auch klar geworden ist, ne, das, was von den Medien kommt, das zieht einen richtig runter. So, dann habe ich mit Matthias Hawks ein Interview geführt, der hat mir nochmal erklärt, warum Medien sogar diesen Alarmismus anheizen, ne, um Auflage zu machen. Und wir sind halt von früh an gepolt worden, irgendwie auf Angst. Und dadurch sind wir auch in so einem Kreislauf drin. Ne? Weißt du, wir haben eine hohe Aufmerksamkeit dafür, Medien wollen Auflage machen, also, ne, werden immer Schreckensmeldungen rausgehauen, was unsere Angst antriggert und uns noch empfänglicher macht für Botschaften. Und das alles führte dann dazu, dass ich irgendwann ein Erlebnis hatte, dass ich gemerkt habe, ja, Martin, das ist jetzt hier nicht nur dein eigenes Schicksal, ne, das da jetzt gerade da reinspielt, sondern du bist eigentlich in einer Umgebung, einer Gesellschaft, einer Kultur, einer Medienlandschaft, die von Angst geprägt ist. Ja, und zwar durch und durch.
Ja, ob du jetzt einmal Kinofilme anguckst, ja, das sind unsere Kulturgüter, das muss man ja einfach mal ganz kritisch sagen. Ja, Gewalt ohne Ende, geh in eine Buchhandlung. Wie viele Kriminalromane gibt es da, schrecklichste Bücher irgendwie über was es an Gewaltverbrechen etc. gibt? Ja, guck ins Fernsehen rein, guck in die Nachrichten rein, egal wo wir hingucken, wir werden zugeballert mit Negativbotschaften. Und wir, sage ich mal, sind dann da mittendrin, ja, und kriegen das ab. Und das war mein Ding, ja, dass ich gemerkt habe, im Grunde genommen, ja, habe ich die Angst schon früh angezogen bekommen, durch meine Eltern, durch die Schule, weißt du, immer, du musst aufpassen, du musst performen, ne, wenn du nicht leistungsfähig bist, dann gehst du unter und ne, all diese ganzen Negativgedanken. Und du hast eine ganze Umgebung, die ja alle bestätigen, ne, ob du jetzt ins Netz guckst, ob du Zeitung liest oder wie auch immer. So, und das Problem, dass ich da, das war, das muss man erstmal dazu sagen, das war für mich eine der durchschlagendsten Erkenntnisse überhaupt zu sehen. Martin, es geht nicht nur um deinen eigenen Beritt, das musst du viel größer sehen. Ja, wir haben es hier mit einem, nicht nur in Deutschland, das ist ein globales Phänomen. Ja, und wir zahlen alle dafür einen faustischen Preis. Ja, wir sind dann alle irgendwie ängstlich, wir haben alle Schiss, dass wir irgendwie den Bach abgehen, wir vergleichen uns permanent mit anderen Leuten, was werden die wohl von mir denken? Ja, die ganze Burnout-Kultur, die wir haben, ne, was weiß ich, von 2005 bis 2011 haben sich Burnouts, Depressionen verelffacht, das muss man sich vorstellen, ja. Das kommt alles meines Erachtens daher, das behaupte ich jetzt mal hier ganz steil, ja, dass wir alle in dieser angstbasierten Melange irgendwie rumschwimmen, ja, und es oft noch nicht mal bewusst reflektieren können, was da mit uns passiert. Wir spüren sie einfach nur und haben diesen Druck. So, das war der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das war die wichtigste Erkenntnis, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und ich wollte eine Lösung haben. Ich habe gesagt, das ist jetzt gut und schön, das ist ja toll, dass ich das alles weiß und das ist auch wichtig. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber wie komme ich da jetzt raus? Und da ist mir was widerfahren, irgendwie, weiß nicht warum, aber ich habe niemanden gefunden, der eine Lösung hatte. Es gab niemanden, ja. Jeder hat mir erzählt, warum das so ist, ja. Auch die ganzen Koryphäen oder sowas. Aber keiner konnte mir sagen, wie ich da wieder rauskomme. Ich habe sie auch gefragt, auch in Interviews. Wie komme ich da jetzt wieder raus, wenn ich das jetzt habe? Ich bekam gute Ratschläge, aber einen richtigen Lösungsweg, wie das geht, den hatte ich nicht. So, und das war der Punkt, wo ich mir geschworen habe, diesen Weg findest du. Das kriegst du jetzt raus, wie das irgendwie zu knacken ist, ja. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, da hast du jetzt deinen Meister gefunden, ne? Weil das ist jetzt eine Nummer, die ist irgendwie mal ein bisschen größer, als nur in Anführungsstrichen seine Berufung zu finden. Und dann gab es im Prinzip so verschiedenste Stationen, die mich dahin gebracht haben. Das erste, glaube ich, was mir klar geworden ist, das kam durch, glaube ich, nochmal Professor Dr. Hüter, mit dem ich über das Thema neuronale Karten sprechen konnte. Und er sagt halt, mal ganz einfach ausgedrückt, das Gehirn hat halt die Fähigkeit, Gewohnheiten, neuronale Karten zu bilden und die laufen dann auf Autopilot. Und Fahrradfahren, ne, Schuhe zu binden, das sind alles so typische Sachen, die wir auf Autopilot machen. Eine großartige Sache, nur das Problem ist, wenn wir natürlich unseren Geist permanent mit Negativgedanken anfüttern, wenn wir permanent die ganze Zeit uns erzählen, ich bin nicht gut genug, ja, wie stehe ich denn wieder da, bestimmt wird das alles den Bach abgeben, das Leben ist gefährlich, ne, Leben ist ein Kampf und so weiter und so fort. Was passiert dann? Wir haben diese ganzen Gedanken auf Autopilot. Und jetzt ist es so, dass das Gehirn auch so gut organisiert ist, dass du das auch nicht weggelöscht kriegst. Ja? Das ist ja auch gut so, weil der gleiche Speicher sorgt ja auch dafür, dass wir morgens aufwachen und wissen, wer wir sind. Ja, ist ja nicht verkehrt, dass das nicht gelöscht wird. Ja? Dass wir wissen, an welchem Ort wir sind oder wie wir unsere Schuhe zu binden. Das ist ja eine gute Sache. Aber leider bedeutet es auch, dass diese ganzen Muster noch in uns drin sind. Und das war mein erster Schritt, dass ich mich erstmal nur mit diesen Sachen beschäftigt habe. Da habe ich dann den 28-Tage-Transformer entwickelt, weißt du, wo du dann das wirklich trainierst, ja, über 4 Wochen hinweg neue Denkgewohnheiten zu lernen. Und das war super. Das hat auch schon funktioniert. Und das war, glaube ich, würde ich mal so sagen, mein erster großer Durchbruch in dieser Geschichte. Aber es reicht noch nicht. Dann hatte ich 2008, glaube ich, war das ja genau, hatte ich eine Begegnung, wo ich gar nicht im Vorfeld gerechnet habe, dass mir das überhaupt passieren würde. Und zwar habe ich einen amerikanischen Zen-Meister namens Genpo Roshi interviewt. Und super netter Typ, ich habe den in Hamburg getroffen und ich hatte ein bisschen was vorher von ihm gelesen. Er sprach von so einem Big Mind und was weiß ich nicht alles. Und dann habe ich mit ihm das Interview durchgeführt und dann sagt er, ja, ne, wir alle haben irgendwie, sag ich mal, neben unseren verschiedensten so Ichs, irgendwie Alltags-Ich und so weiter und so fort, haben wir noch sowas, was wir die Zen-Buddhisten Big Mind nennen. Ne? Und ich zeige den Leuten, wie man da rankommt.
Und dann sagt er, und weißt du was, wir können das jetzt auch machen. Und er hat dann gesagt, so, und jetzt verbindest du dich einfach mit deinem eigenen Big Mind. Und in dem Augenblick ist was passiert. Martin, das kann ich dir nicht erklären, was da passiert ist. In dem Augenblick ist plötzlich alles so, dieser ganze Stress, alles, was ich so hatte, ist plötzlich von mir abgefallen. Und das war nur, ich weiß gar nicht, das war nicht lang. Ich weiß nur, dass der Genpo sagte in die Kamera, Mann, Martin, ne, eigentlich müssten wir jetzt die Kamera auf dich richten. Die Leute sollten mal sehen, was jetzt gerade bei dir im Gesicht los ist. Und das war jetzt auch nicht irgendwie spacey, es war einfach nur so, dass plötzlich der ganze Stress abgefallen ist und ich die Dinge einfach irgendwie so aus einem, weiß ich nicht, aus so einer Neugierde heraus gesehen habe und vielleicht so wie Kinder das irgendwie so, ich habe das nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Weißt du, ich weiß noch als Kind, dass ich mich gewundert habe, dass es zum Beispiel sowas wie Fahrräder gibt oder sowas. Es gibt so dieses. Und so habe ich durch die Gegend geguckt und ich habe plötzlich gespürt, da ist noch was anderes in mir. Ne? Irgendwie so eine Bewusstsein oder Achtsamkeit oder wie immer man das nennen mag. Und das hat aber nicht lange angedauert. Es war irgendwie, ich sag mal, 5 Minuten vielleicht. Keine Ahnung. 3 Minuten, 5 Minuten. Es war nicht lang, ne? Aber es war da. Und es erinnerte mich an bestimmte Situationen in der Vergangenheit, wo ich auch schon mal so einen Hauch davon hatte. Ne? Ich hatte schon mal so Erlebnisse, wo plötzlich so eine ganz große Einsicht kam, eine Erkenntnis über mein Leben, irgendwas, was ich anders machen sollte. Das war nicht unbekannt. Und ich hatte auch schon mal im Coaching gehabt, dass Leute sagten, ja, da ist was in mir drinne, das mir was sagt. Aber es war nicht, ich hatte es nicht so bewusst auf dem Schirm. So, und ich bin aus dem Interview rausgegangen, total verdattert. Ich habe das Interview sogar, glaube ich, ein paar Monate nicht veröffentlicht, weil ich irgendwie dachte, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. War mir irgendwie so ein bisschen spacig. Und dann habe ich es aber mir nochmal angeguckt und dann dachte ich irgendwie, der Typ hat irgendwas drauf, da musst du mehr von lernen. Nun war der nicht mehr greifbar und ich hatte es mir irgendwie nur vorgenommen und dann passierte mir das, dass ich irgendwie angefangen habe, Leute zu coachen und irgendwie habe ich dann plötzlich das Gleiche gemacht wie er. Ich habe dann einfach gesagt, komm, wir gehen mal nach innen und ne, schauen mal, ob wir da das Problem lösen können. Und dann war das im Prinzip erstmal nur in Einzelcoachings, dass die Leute mir sagten, ja, was soll ich jetzt was soll ich das jetzt, diese Instanz fragen? Ich habe sie dann innere Stimme genannt. Und dann haben die Leute sozusagen für mich diese innere Stimme kanalisiert und haben mir zum Beispiel dann mitgeteilt, was denn deren Problem ist, wie das denn zu lösen ist und was sie dann machen können. Und zu Anfang habe ich das noch für einen Zufall gehalten, aber das passierte dann immer häufiger. Ich merkte auch, dass ich selber irgendwie einen viel besseren Draht dazu hatte. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist doch genau das, wonach alle Leute suchen. Ja, dieser innere Kompass, irgendwie diese innere Gewissheit, dass da etwas in uns drin ist, das uns führt. Und dann habe ich angefangen, dafür Techniken zu entwickeln, habe das dann im kleinen Kreis erst unterrichtet und dann das erste Mal, glaube ich, 2011 online gebracht. Und das war ein ganz durchschlagender Erfolg. Und da wusste ich auch, das ist jetzt der nächste Meilenstein, um den es hier geht, ja, diese innere Instanz irgendwie sozusagen in sich wecken zu können und dann Zugriff drauf zu haben. Weil all die Ängste, die wir haben, all das Ganze, wo wir uns auch nach außen richten und sagen, was denken die Experten, was sagen die Medien, was kann ich aus dem Fernsehen irgendwie für mich an Ratschlägen rausholen, ja, das macht uns alles nur wuschig, weil es so viele Stimmen sind, aber wir alle haben diese Antworten in uns drin. Ja, damit ich gerade mal kurz einhaken darf, kannst du mal kurz zwei, drei Beispiele geben zu den Techniken? Also Ja. ich finde so Techniken im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, das ist immer so schwierig, sich das vorzustellen, was das jetzt so Ja. sein könnte. Ja. Ja, genau. Ich sage mal eine ganz einfache Technik. Und zwar, denk mal an einen Menschen, den du lieb hast. Hast du? Okay. Wo nimmst du diese Liebe in dir wahr? So zwischen Bauch und Brust irgendwie so. Okay. So hier so, da so irgendwie Brustflügel da und da. Okay. Und bleib einfach bei diesem Gefühl, ja? Denk an diesen Menschen, den du da in dein Herz geschlossen hast und bleib bei diesem Gefühl. Und jetzt möchte ich gerne, dass du diesem Gefühl eine Frage stellst, okay? Und frag bitte das Gefühl, ob es dich liebt. Frag einfach mal, liebst du mich? Jetzt laut oder einfach nur so Leise, innerlich? kannst du leise für dich. Ja, ne? Okay, nächste Frage, die du an das Gefühl stellst, ne? Ob es dich bescheuert findet. Also frag mal, ne? Findest du mich bescheuert? Ja, ziemlich. Also lieb verrückt. Lieb verrückt, okay, aber es ist liebevoll, richtig? Ja. Okay. Also schon ein bisschen durchgeknallt. Genau, ja, okay, durchgeknallt, aber es liebt dich, richtig? Okay, das ist deine innere Stimme, Martin.
Gibt es irgendwas, was du die innere Stimme fragen möchtest? Man sieht das jetzt auch in deinem Gesicht. Man sieht das in deinem Gesicht. Das Strahlen da, ne? Gibt es irgendwas, was du von deiner inneren Stimme wissen möchtest? Ja, ich habe ja, Okay. also ich würde gerne wissen, wie ich das hinkriege, auch aus der Vielzahl der Projekte halt die auszuwählen, die halt wirklich jetzt, wo ich das wirklich weitergeben kann, was hier irgendwie so meine Aufgabe ist. Und wie kann ich wählen zwischen dem, was irgendwie nur so rumgedaddelt ist, weil ich das irgendwann mal angefangen habe und gemerkt habe, ein paar Leute interessieren sich dafür und das könnte ich jetzt Ja. weitergeben und vielleicht auch da ein bisschen Geld mit verdienen und Ist so, ganz okay. schön oder so. Ja, Okay, das würde ich okay. gerne wissen. Okay. Ne? Und das, was sich jetzt gerade bei dir gemeldet hat, das ist dein Verstand. Ne? Der sieht ganz viele Optionen und sagt, Scheiße, ich kann mir das gar nicht richtig entscheiden, was ist das Richtige. Stimmt's? Okay. So, und wenn ich hier ganz kurz noch dabei bin, dein Verstand, glaube ich, der achtet auch wahrscheinlich sehr viel auf Sicherheit. Kann das sein? Ja, ne? Der möchte gerne, dass er auch Hand und Fuß hat. Der will auch, dass du irgendwie deine Rechnung bezahlen kannst, irgendwie, ne? So, Dass das deine ist ein kleine Familie gut geht. Beamtenverstand. Ne? Okay, und das ist sehr wichtig, ne? Weil den müssen wir bei dieser Geschichte mit einbeziehen. Ne? Viele Leute haben so ein bisschen Probleme damit, wenn sie mit ihrer inneren Stimme arbeiten wollen, ne? Dass dann plötzlich der Verstand dazwischen geht und sagt, das ist ja hier, ne? Und das ist ja ein Blödsinn und ne? Haut das dann wirklich hin und so weiter. Ja, Ne? sonst wird er Aber wir laden grantig, ihn dann mal labert ein, hier er am da Tisch zu drüber. bleiben. Ist das okay für Okay, ihn? ja klar. Okay. Ja, also der ist schon ein bisschen kritisch, ne? Also der Ja. behält sich das Recht vor, zwischendrin mal so Zwischenfragen zu stellen. Muss er auch. Und das Wichtige hier an dieser Stelle ist auch zu verstehen, dass der Verstand das immer macht. Egal mit was du ankommst, du kannst deinen Verstand auch dazu fragen, egal mit was du ankommst, der Verstand wird alles hinterfragen. Richtig? Und das muss er auch, weil wir brauchen alle auch eine kritische Stimme, die mal unseren Blödsinn hinterfragt. Ja, wir denken uns manchmal auch Dinge so zurecht, die wir hinterfragen sollten. Ne? Vielleicht haben wir als Kinder mal gelernt, es gibt einen Weihnachtsmann und irgendwann haben wir rausgekriegt, nee, stimmt gar nicht. Ne? Ja, der Verstand sagt doch, der macht das nicht, um mich zu quälen, sondern der hat mich auch lieb. Der hat dich auch lieb und der macht es eben auf die kritische Art und Weise. Ne? Und das bedeutet auch, wenn du jetzt zum Beispiel eine Idee verfolgst, wird er diese Idee angreifen. Und nicht, um dich jetzt zu quälen, sondern um sicherzustellen, dass die Idee auch richtig gut wird. Also wenn zum Beispiel Leute sagen, da haben eine berufliche Idee, innere Stimme sagt dir, hier, das ist deine Richtung, da geht dein Herz auf. Dann wird er wahrscheinlich immer die unangenehmen Fragen stellen. Ja, wie willst du damit Geld verdienen? Ja, wird das zukunftsfähig sein? Ne? Was kostet das Ganze? Was ist, wenn du dich mit auf den Bart legst oder so? Und das ist okay. Ja, wir brauchen so eine Stimme in uns, die uns dann auch dazu ermuntert, das Ding zu Ende irgendwie zu denken. Aber jetzt gehen wir mal wieder zurück zu deiner inneren Stimme und zu deiner Liebe, die du da in dir hast. Und denk wieder an diesen Menschen, den dein Herz geschlossen hast. Und frag bitte mal deine innere Stimme, ob es überhaupt okay ist, dass wir uns jetzt darüber unterhalten. Ja, okay. Und frag die innere Stimme als nächstes, hat sie denn schon eine Idee, was du aus der Vielzahl der Möglichkeiten für dich raussuchen kannst? Okay. Es ist bereit, dir das jetzt mitzuteilen. Okay, dann soll es das jetzt einfach tun. Frag mal, was ist denn das? Das ist mein Buch und Konzept zum Thema Gewohnheiten ändern Ja. und aufbauen. Okay. Okay, frag noch mal deine innere Stimme. Ist es das, so was jetzt für dich als nächstes ansteht, als Sache, die du machen sollst? Einfach nur, dass du für dich das okay kriegst, dass du das wirklich weißt. Ja, der Verstand, der mischt sich jetzt gerade wieder ein. Der ist Genau. gerade da so Was wieder sagt ein der bisschen durch. Verstand? Der Verstand sagt gerade so, ja, aber du hast doch jetzt hier so viele Verpflichtungen eingegangen mit dem und dem und das kannst du doch Ja. jetzt nicht lassen und da gibt es doch jetzt auch einige Stolpersteine bei dem Projekt Ja. sozusagen und Ja. willst du jetzt wirklich noch mehr machen? Du hast doch schon zu viel zu tun, du musst doch jetzt mal Ja. Sachen zu Ende bringen. Ja. Perfekt. Und er hat recht. Ne? Also das heißt zum Beispiel, also wir müssen gleich nochmal die innere Stimme. Du musst das wirklich überprüfen. Das muss von deinem Herzen, das Herz muss sagen, ja. Ne? Dann bist du auf der sicheren Seite. Aber dann gibt es natürlich die praktischen Sachen. Und die Sachen jetzt gerade, die der Verstand genannt hat, die kannst du dir vielleicht nachher nochmal im Video kurz angucken oder auch nochmal aufschreiben. Und die
zu beantworten. Ne? Was ist mit deinen Verpflichtungen? Welche Sachen solltest du wirklich noch zu Ende führen? Auf welche Sachen kannst du vielleicht auch verzichten? Ne? Manchmal muss man auch mal Nein sagen zu bestimmten Sachen. Ja, und den Weg wirklich freiräumen für die eine Sache, die man dann auch richtig komplett von A bis Z erfolgreich durchführt. Und das solltest du dir alles notieren, ne? Dass du wirklich dass die Zweifel nicht wegdrängst, sondern ne, das macht deine Idee erst richtig stark. Ich würde jetzt aber gerne hier nur wissen von deiner inneren Stimme, dass sie dir nochmal einen Impuls schickt, dass sie sagt, ja, das ist richtig, das ist der nächste Step irgendwie. Martin, mach das bitte. Und ich bin auch mit dabei. Also da ist noch was Ja, dahinter. genau. Das ist noch nicht die letzte Sache, Nee, ist sie aber nicht. Das das habe ich auch ist schon noch, gemerkt. wie soll ich sagen, da müssen noch so irgendwie zwei, drei Lernerfahrungen kommen, bevor das nächste Level freigeschaltet wird oder so. Ja, also. Ja, kann sein. Hat das die innere Stimme Ja, mitgeteilt oder ist es? genau. Da Okay. wartet noch was, aber das ist noch, da bin ich noch irgendwie persönlich jetzt noch nicht so, dass ich das irgendwie jetzt so vertreten könnte, authentisch oder persönlich Ja, oder so. ja. Okay, ist das nicht verrückt? Ich meine, ich mache hier nichts irgendwie. Die ganzen Antworten sind da in dir drinne, ne? Du kriegst ganz klare Ansagen, ne? Ja, Deine innere ja. Stimme weiß sogar noch, es gibt noch was Neues, ne? Ist eigentlich abgefahren. Aber so ist das. Ja, und das macht total Sinn. Habe ich auch oft gehört, ne, dass Leute sagen, ja, da gibt es noch was anderes, das weiß ich, das kommt noch, aber das steht jetzt noch nicht an. Ne? Es gibt auch, sage ich mal, Coachings, wo andere Leute es erkannt haben, ne? Manchmal genauso schnell wie du jetzt, ne? Und dass sie denken, ja, okay, das ist es also. Ne? Und Okay, darum ne? geht es in The Big Shift. Das. Das ist ein wichtiger Bestandteil des Ganzen, ne? Weil wenn du diese Quelle hast, ne, und du hast es ja vielleicht jetzt für dich gemerkt, kriegst du eine ganz andere Sicherheit rein. Ne? Und wenn du auch dieser inneren Stimme folgst oder sowas, ne, auch einfach im Tagesgeschäft oder sowas, dann kriegst du ganz viele Inspirationen. Ne? Dann öffnen sich Türen, von denen du gar keine Ahnung hattest, dass die da sind. Ja, wird mir Ja, direkt so richtig warm ums Herz. ja genau. Genau. Ne? Und das ist genau das ist der Gegenpol sozusagen zum Thema Angst. Ne? Das ist das, wonach wir uns auch alle sehen. Weißt du, wir suchen alle, wir haben alle dieses Paradies irgendwann mal verloren, ja, aus verschiedensten Gründen und sind jetzt hier in dieser Angstsuppe, schwingen wir irgendwie alle rum und diesen Draht, den du da jetzt gerade für dich hattest, ne, wo du auch die Klarheit gespürt hast, ne, und auch diese Liebe, das ist das, wonach wir uns alle sehen. Das ist auch das, was uns allen fehlt. Und häufig kommen wir aber erst daran, irgendwie, wenn wir uns zumindest zum Teil aus diesen Angstgedanken gelöst haben. Bei dir ist das der Fall zum Beispiel, ne? Du bist da schon reflektierter, du hast da schon auch eine gewisse Öffnung dabei oder sowas, ne? Bei manchen Leuten ist das aber so, die haben überhaupt gar keinen Draht dazu, ne? Die sind so dermaßen noch in diesen alten Gedankenmustern drin, die müssen sie erstmal befreien. Deswegen ist, glaube ich, dieses Neuronale erst für viele Leute der erste Schritt. Ne? So ein bisschen einfach nur erstmal das paar dicke Pakete beiseite zu schieben, du musst nicht alles auflösen oder sowas, das ist Blödsinn, und dann diesen Draht zu haben und den musst du dann halt vertiefen. Jetzt ist es ja so, dass die Herausforderung dabei ja auch ist, sag ich mal, Erkenntnis, kognitive und emotional ist ja ein Schritt, aber das Ganze dann umzusetzen, sozusagen, tatsächlich im Alltag, persönlich, beruflich und so weiter, ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Hast du auch Tools dafür, sozusagen, die einem dann helfen, jetzt diese Erkenntnis tatsächlich auch weiter zu verfolgen dann? Ja, genau. Okay. Also, ne, also das Wichtige ist jetzt dabei, dass man im Prinzip das Zusammenspiel zwischen Herz und Verstand hinbekommt. Der Verstand, das ist der Teil, der zum Beispiel auch planen kann, der budgetieren kann, der irgendwie sich mit Steuergesetz, allen möglichen Sachen auseinandersetzt, die du fürs echte praktische Leben brauchst. Und ohne, sage ich mal, diese Fähigkeit zum Beispiel eben auch einen Plan zu machen, ne, Prioritäten zu setzen, Tagesplanung zu machen, Wochenplanung zu machen, deine Sachen auch ein bisschen in Schuss zu halten, ne, sag ich mal, dir bestimmte produktive Rituale auch zu schaffen, schaffst du das nicht. Ne? Das ist auch das Problem von Leuten, die, sag ich mal, nur bei der inneren Stimme sind. Ja, das sind großartige Menschen und die kriegen nichts geschissen. So, ne? So ganz hart Ups. ausgedrückt. Ne? Und umgekehrt gibt es dann Leute, die sind super rational, die kriegen alle möglichen Sachen hin oder sowas. Ja, die sind auch, sag ich mal, finanziell sehr erfolgreich irgendwie, aber die fühlen sich, ne, die haben so einen spirituellen Burnout, Bankrott erlebt oder sowas. Ne? Das sind, ne, alles furchtbar finden. Und es geht darum, diese beiden Seiten zusammenzubringen. Und das machen wir ganz konkret, zum Beispiel auch in dem Big Shift Kurs, dass wir wirklich diese beiden Seiten annähern. Und das ist auch
merke ich immer wieder meine wichtigste Aufgabe, diese beiden Seiten auch wirklich denen das klar zu machen, dass sie zusammengehören, ne? Weil der Verstand muss wissen, er ist nicht der Kompetente, was Glück und Erfüllung angeht. Das kann die innere Stimme dir sagen, ja. Aber die innere Stimme wiederum sagt hier, nee, mit Planung und jetzt hier irgendwie mich hinsetzen und irgendwie dir jetzt irgendwie, was weiß ich hier, ne, deine To-Do-Liste schreiben. Ne? Dafür ist dein Verstand da, der soll das machen, ne? Der muss das recherchieren. Und das machen wir zum Beispiel im Big Shift-Kurs. Einerseits, dass wir diese beiden Seiten zusammenbringen, aber dass wir eben auch so Handbuch, dass es wirklich auch das Tagesgeschäft umsetzt. Nochmal, vielleicht, um das auch nochmal zu verdeutlichen, eine Sache zum Beispiel nenne ich die inspirierten Aktionen. Inspirierte Aktion heißt, wenn du zum Beispiel eine Tagesplanung machst oder sowas, ne, dann sind viele Leute so, dass sie hingehen und sagen, was weiß ich hier, ne, oh, ich habe jetzt hier meine To-Do-Liste. Das hier ist zum Beispiel Martins To-Do-Liste. Ich mache mir jeden Tag immer so einen Ausdruck, fertig mit meiner To-Do-Liste. Ne? So. Und wenn dann die Leute ihre langen To-Do-Listen sehen, dann kriegen die schon die Totalkrise. Ne? Und da kann man sich auch relativ schnell verzetteln. Und eine Sache, die ich zum Beispiel den Leuten gerne weitergebe, nenne ich inspirierte Aktionen. Das heißt, du gehst einmal am Tag in dieses Herzgefühl rein und stellst dir zum Beispiel deine Vision von deinem geglückten Leben vor. Ne? Was auch immer da sein mag, ob du ein Projekt realisiert hast, mit deiner Familie, was weiß ich. Ne? Das jeder ist bei jedem auch ein bisschen anders. Und aus diesem guten Gefühl heraus fragst du dich dann, was ist denn das Nächste, was ich jetzt konkret machen kann, heute? Und manchmal ist das so wie einfach nur so, kannst du gar nichts machen oder entspann dich, ne? Und dann kommt mal ein Impuls wie, ruf mal den und den an. Oder Mensch, ne, machen wir heute eine Stunde, dass du mal wirklich die Gliederung schreibst, zum Beispiel für dein Buch. Ja, heute ist der Tag, dann machst du das mal. Und das, was da aus der Inspiration herauskommt, diese eine Aktion, die setzt du dir als Priorität auch in den Tagesplan rein und die machst du dann einfach auch. Und wenn das sind manchmal nur ganz kleine Schritte, was recherchieren, was aufschreiben, ein paar Kontakte machen, was auch immer. Und wenn du das jeden Tag machst, sozusagen dich auch, ne, mit der inneren Stimme verbindest und danach folgst, dann ja, schaffst du das sozusagen Stück für Stück, Zug um Zug, das wirklich auch auf den Boden zu kriegen und noch umzusetzen? Wow. Und das heißt, was ist so der, also ich meine, du hast ja jetzt einmal schon mal diesen Big Shift auch mit einigen Ja. Leuten gemacht. Ja. Was ist so der Endpunkt, sage ich mal, wo die Leute dann am Ende rauskommen bei diesem Big Shift, Okay. sage ich mal? Oder Okay. was sind so ein paar Sachen, die die Leute am Ende dann so zu dir gesagt haben? Ja. Also ich habe zum Beispiel gerade gestern noch einen sehr, sehr interessanten Prozess mit jemandem zu Ende geführt, der über mehrere Tage gegangen ist, der in dem Big Shift Kurs auch drin ist. Und wenn die Leute in den Kurs kommen, fangen wir mal damit an oder sowas, ne? Dann gucken wir erstmal ganz genau, was sind so eigentlich da deine Muster, die du aus diesem, ich nenne das ja Dramaland der Angst, irgendwie mitgebracht hast. Und das setzen sich die Leute als erstes als Ziel. Und das sind meistens so Dinge zum Beispiel, was weiß ich, in den Beziehungen läuft das nicht richtig irgendwie. Entweder ist man solo oder irgendwie die Beziehung, in der man drin ist, die ist irgendwie nicht toll. Oder andere Leute sagen, ja, eigentlich Beziehung ist super, aber weißt du, finanziell ist bei mir alles irgendwie Asche oder sowas. Oder beruflich komme ich nicht voran, ich trampel auf der Stelle. Also irgendwas ist da, was jeder so, was ich als das ganz dicke Ding von jemandem bezeichnen würde. Auch etwas, womit er nicht nur mal ein paar Monate, sondern vielleicht Jahre oder Jahrzehnte sogar schon gehadert hat. Ne? Und dieses dicke Ding, das kriegst du für dich auch relativ schnell klar, was das ist. Und das nehmen die Leute dann mit durch die einzelnen Phasen irgendwie. Also erst dich frei zu coachen, innere Stimme, Kontakt zu machen, Berufung klar zu kriegen und dann später auch die Selbstliebe zu kultivieren. Das ist der wichtigste Punkt. Und was dann passiert, ist dann, dass du früher oder später eben auch an dieses dicke Ding rankommst. Und damit du das dann gut handeln kannst, lernen die Leute halt so bestimmte Selbstcoaching-Prozesse kennen. Und jetzt, um mal das konkrete Beispiel zu erläutern, da war einer, der sagte, boah, ich bin schon echt gut dabei und das läuft auch echt toll irgendwie und ich merke auch, ich komme immer besser drauf, aber wenn ich auf mein Konto gucke, dann geht es mir echt scheiße. So, und dann haben wir gemeinsam geguckt, da gibt es so Tools dafür, um mal rauszukriegen, was ist das eigentlich? Und dann kam er einfach da drauf, dass er gemerkt hat, wenn er nur aufs Konto guckt, irgendwie, dass eine innere Stimme da in ihm hochkommt, nicht die innere Stimme, sondern eine andere innere Stimme, die mit ihm motzt, ja.
So nach dem Motto, irgendwie, du kümmerst dich nicht, der ist auch Familienvater, ne? Du verdienst nicht genug Geld, streng dich mal ein bisschen an und so weiter und so fort. Und es war jetzt genau diese Stimme, ne, mit der er eigentlich im Prinzip auch schon sein Leben lang gehadert hatte. Ne? Er war ein permanenter Kritiker, irgendwie, der ihn da irgendwie runtergeputzt hat. Und ich habe ihm dann gezeigt, wie er mit diesen, wie er auf diesen Kritiker zugehen kann. Ne? Weil das ist ein Teil von uns und auch ein Teil, den wir selbst geschaffen haben. Und als er dann auf diesen Teil zugegangen ist, hat er plötzlich gemerkt, irgendwie, das ist eigentlich ein ganz kindlicher Anteil. Er war 7 Jahre alt, ne, ein bisschen angeleitet auch vom Papa, der ihn immer in die Pflicht genommen hatte. Und das hatte der 7-jährige Anteil übernommen und hatte ihn sozusagen die ganze Zeit jetzt getreten. Ne? Und jetzt kannst du dir vorstellen, was dabei alles rausgekommen ist. Ne? Der hat nie Ruhe gehabt, der war permanent nur unter Strom. Mal liefen die Dinge gut, dann war er mal gut drauf, dann verstummte die Meckerstimme. Kaum war, sag ich mal, irgendwie der Kontostand nicht ganz so toll, ging die los und das hat ihn dann natürlich dann auch weggeflext. Ne? Er war natürlich in vielen Dingen beruflich dann auch dadurch blockiert, ne? Weil er immer diesen unsicheren Selbstzweifel hatte. Und dieser simple Prozess, also sozusagen jetzt zum Kern seiner Herausforderung zu stoßen, ne? Das war jetzt seine Sache, ne? Bei anderen Menschen ist es was anderes. Führte dann plötzlich dazu, dass er sagte, es ist unglaublich, dieser Teil, der auf den, ne, mit dem ich so lange gehadert habe, ja, der fühlt sich plötzlich total berührt. Und ich habe das Gefühl, wir können das erste Mal Freundschaft schließen. Und dann hat er mir, wir haben das im Forum gemacht, das muss man sich immer auch vorstellen. Also wir haben nicht gesprochen oder sowas, sondern wir haben immer im Forum hin und her gepostet. Und ich stelle das auch mal auf meinem Blog. Ich habe nämlich vorhin gefragt, ob ich das mal vielleicht auf dem Blog auch stellen darf. Und dann hat er gesagt, ich nehme jetzt erstmal Zeit und hat er sich wirklich nur Zeit für diesen Anteil genommen. Und dann hat er so einen Frieden mit dem geschlossen, ja, dass dieser ganze Druck plötzlich weg war. Und wir haben es dann getestet, dass er wieder auf sein Konto gucken durfte, ja, und gucken konnte, ne, geht jetzt wieder die Meckerstimme los, ne? Und er sagte, nee, überhaupt nicht, ne? Sondern es war eher so das Gefühl, okay, da ist jetzt was zu tun, ne? Das packe ich jetzt an. Und da hat er jetzt angefangen, das war jetzt der letzte Teil, er sagt, es ist Wahnsinn, ne? Also es gesamt, also alles hat sich für ihn jetzt total gedreht, also ein richtiger Durchbruch. Und er sagt, er sitzt jetzt gerade da und macht Brainstormings, Ideen, wie er jetzt seine Situation verbessern kann. Da kommen ganz viele Ideen und Inspirationen auf. Und der ist momentan so ganz top motiviert, irgendwie das auch umzusetzen. Das ist so ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Ich könnte jetzt noch endlos erzählen oder sowas, aber ich finde, das ist sehr beispielhaft für das, um was es bei diesem Big Shift geht, weil oberflächlich gesehen könnte man sagen, ja, der hat jetzt irgendwie so eine finanzielle Barriere überwunden, ne? Aber eigentlich hat er was ganz anderes gemacht. Er hat nämlich angefangen, das zu tun, was wir alle dringend machen sollten, wenn wir weiterkommen wollen, nämlich Frieden mit sich selbst geschlossen. Und auch Frieden mit Anteilen geschlossen, die vielleicht eher so in Schattendasein verbannt waren, ja, wo man mit dem Finger drauf zeigen, wie kann ich denn so denken oder fühlen. Und diesen Kampf endlich mal zu beenden, die Waffen niederzulegen und auf diesen Anteil zuzugehen und festzustellen, ne, das ist ein Teil von mir. Ne, und der hat auch eine gute Absicht, wie dein Verstand eben auch gesagt hat, ich will dich nicht quälen, ne, ich bin nicht böse, ne, ich liebe dich so sehr, ja, dass ich dir die kritischen Fragen stelle. Und ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, was du aus diesem Big Shift Kurs für dich mitnehmen kannst, wenn du diesen Frieden in dir findest und dass du auch weißt, wie du in Zukunft mit dem umgehen kannst. Weißt du, weil wir haben natürlich alle auch ein Erbe mitgekriegt. Ja, ich will gar nicht behaupten, wenn du jetzt, sage ich mal, so einen Kurs machst über ein Jahr, dass du dann schon alles in deinem Leben gelöst hast. Das habe ich auch nicht, ne? Aber du lernst neben dem, was du da löst, lernst du sozusagen immer persönlich auch mit dir umgehen zu können, ne? Zu wissen, wenn da noch irgendeine alte Story da ist, die dann hochkommt, was du da tun kannst. Und so sehe ich das auch, ja, dass die Leute befähigt werden, sozusagen auch das Handwerkszeug in die Hand zu bekommen, eben nicht mal gecoacht zu werden und dann, ne, müssen wieder alleine zu sehen, sondern dass sie wirklich das Handwerkszeug an die Hand bekommen, in ihrem Leben diese Veränderung noch lange weiter vorzutragen und weiter durchzuführen, ja, wenn der Kurs längst schon vorbei ist und wir getrennte Wege wieder gehen. Und das ist für mich auch die Essenz irgendwie auch meiner Arbeit, ne, dass Leute das einfach selbst in die Hand nehmen können. Wow, okay. Ja, also hört sich wirklich an wie Big Shift Ja. sozusagen.
Worauf freust du dich jetzt beim zweiten Mal am meisten? Also Ja. gibt's jetzt irgendwie Sachen, die jetzt anders sind, oder sind in dir Sachen anders, sind Sachen klarer? Was erwartet die Leute vielleicht, die jetzt vielleicht nochmal mitmachen, sozusagen, an Überraschungen im Vergleich zum ersten Mal? Also, als ich angefangen hatte, habe ich schon ein sehr klares Konzept gehabt. Ich hatte viele Tools schon am Platz und so weiter und so fort, ne? Und ich habe dann, während ich diesen Kurs gegeben habe, noch viel mehr Sachen irgendwie klar bekommen, ja. Ich habe zum Beispiel sowas auch klar bekommen, ja, wie man zum Beispiel diese Muster, die man da in sich drinne hat, noch viel besser entdecken kann, weißt du? Und ich glaube, das ist auch, glaube ich, das, wo ich besonders stolz drauf bin, dass da einfach eine ganz klare Systematik dahinter steht, ne? Du lernst halt zum Beispiel sehr gezielt irgendwie diese Muster irgendwie in dir zu erkennen und du kriegst dann zum Beispiel auch eine genaue Anleitung, wenn du zum Beispiel eben so ein Angreifermuster in dir selber drinne hast, wie du da auch wieder rauskommst, ne? Und das hat sich sozusagen in dem Zusammenspiel auch mit den Kursmitgliedern der ersten Reise auch entwickelt. Und davon profitieren jetzt auch die Mitglieder der zweiten Reise, ne? Weil die kriegen diese ganzen Tools, also auch diese Systematik. Das ist sozusagen durch meinen Verstand gelöst worden, ja, dass das alles so, sage ich mal, auch sehr strukturiert und systematisch ist, das ist in diesem zweiten Teil mit dabei, ne? Aber ansonsten die Reise selbst, da bin ich jetzt ganz sicher, das weiß ich jetzt auch, das funktioniert so. Auch der Ablauf, wie die einzelnen Schritte sind und dass es auch eine bestimmte Reihenfolge gibt oder sowas, das hat sich jetzt einfach auch definitiv in diesem Kurs bestätigt und das ermuntert mich jetzt auch, das Ding jetzt ganz forciert noch weiter nach vorne zu bringen, weil ich weiß, das ist jetzt sowas, was mir geholfen hat und was auch anderen Menschen hilft. Und das geht wirklich ein ganzes Jahr lang und jede Woche, sage ich mal, gibt's da Input, gibt's da Audios, Videos, Nee. E-Mails oder wie sieht das Nee, aus? also ich mache das alle 14 Tage. Aus einem einfachen Grund auch, damit die Leute auch Zeit haben, das wirklich zu Okay. verarbeiten. Ne, es war auch eine wichtige Quintessenz, die ich draus gezogen habe. Ich bin jemand, wer mich kennt, meine Arbeit kennt, weiß, ich habe kein Content-Defizit. Irgendwie, es gibt immer reichlich Futter. Das kann ich bestätigen, ja. Ja, genau. Aber ich habe gemerkt, irgendwie, die Leute brauchen noch durchaus mehr Zeit. Ne, um das auch aufzuarbeiten. Das habe ich dann auch in dem Kurs so gemacht und gesagt, dann lass uns nur Zeit, keinen Druck hier reinbringen. Und deswegen auch die Entscheidung, sehr bewusst das auf ein Jahr anzusetzen, weil wir arbeiten hier wirklich nicht mit Kleinigkeiten oder sowas. Wir machen hier wirklich einen großen, fundamentalen Wandel und den kriegst du jetzt nicht an einem Wochenende komplett hin. Das ist Nonsens. Ne? Und es geht mir ja wirklich auch darum, dass die Leute nicht nur jetzt, sage ich mal, eine Veränderung machen, sondern auch das Lernen, wie sie das weiter mit in ihr Leben nehmen können. Ne? Und das braucht auch Zeit. Ne? Du musst ja ein bisschen Erfahrung damit sammeln. Es gibt zu jeder Phase, zu jedem Abschnitt, den wir da haben, es sind vier, Coach dich frei, finde deine innere Stimme, Quest, Liebe rockt, also Selbstliebe. Auch ein 28-Tage-Transformer ist so ein ganz intensiver 28-Tage-Prozess. Und auch dafür brauchen Leute einfach Zeit. Deswegen ist es auf ein Jahr angesetzt, dass die Leute diese Zeit haben, das in Ruhe zu machen. Auch mit all dem, was dann noch so das Leben ja auch nochmal einen so mit in, ne, in Weg schiebt oder sowas. Es gibt ja mal immer Veränderungen, was weiß ich, wie bei dir, der Nachwuchs oder sowas. Das verändert einfach auch ganz viel und dass diese Zeit einfach da ist und dass wir uns da nicht stressen müssen. Okay. Wer, so in deinem Gefühl, wer hat so am meisten profitiert oder wer kann am meisten profitieren von diesem Kurs oder für wen ist es geeignet oder für wen ist es auch nicht geeignet? Also ich glaube, für wen es nicht geeignet ist, das sind, glaube ich, Leute, die so, sage ich mal, so die ganz schnelle Nummer erwarten. Ja, die jetzt hingehen und sagen, hier, irgendwie, ich mache jetzt hier den 7-Tage-Prozess irgendwie oder 7-Stufen-Prozess und dann bin ich irgendwie geheilt oder sowas und bin im Paradies gelandet oder sowas. Ne? Für die Leute ist das nichts irgendwie, weil Veränderungsarbeit braucht ein bisschen Zeit, ne? Das muss auch sich in das Leben integrieren. Weißt du, du hast deine Freunde, du hast deine Familie, ne? Die wollen jetzt auch nicht geschockt werden, wenn du plötzlich irgendwie eine Radikal-Change gemacht hast oder sowas. Ne? Das muss also ein bisschen harmonisch sein. Also die Leute, die mit so einer Erwartungshaltung da rangehen, ja, irgendwie, was weiß ich mache mal hier am Wochenende und dann, ne, ist alles bei mir klasse oder sowas, die werden enttäuscht sein. Das ist nicht das Richtige für sie. Ne? Denen
wünsche ich, dass ich da schnell auch wieder von runterkomme bei diesem Trip, aber das kann ich nicht bedienen. Ne? Ansonsten, wer offen ist und wer auch spürt in sich, ja, dass dieser Big Shift für ihn auch ansteht, ja, wer merkt irgendwie, ich bin zum Beispiel in meinen Beziehungen einfach total unglücklich. Ich bin beruflich total unglücklich. Oder ich habe irgendwie, ich merke das selber, ich bin immer von so einer Unruhe getrieben. Ja, ich komme irgendwie nie richtig zum Stillstand. Permanent rattert es in meinem Kopf. Ja, die auch das Gefühl haben, ja, ich will raus aus dieser ganzen Enge, in der ich da drin stecke. Und ich möchte auch diese negativen Gedanken irgendwie loswerden und die auch diese Sehnsucht spüren, dass sie sagen, ja, ich will auch, ne, so wie du das eben gerade hattest, ne, diesen Draht nach innen, ne, die das in sich spüren, ne, für die ist das Gold richtig. Okay. Ja, super. Was hast du für ein Gefühl oder was sagt deine innere Stimme, was jetzt so passieren wird im nächsten Jahr? Also gibt's irgendwie, ich meine jetzt gar nicht so konkrete Projekte oder so, aber hast du ein Gefühl, wo sich so dein gesamtes Business oder dein gesamter Fokus hinbewegen wird? Also, das Erste ist, dass jetzt erstmal so eine Art, glaube ich, so Konsolidierung stattfindet. Ich will mich jetzt noch nicht festlegen, aber ich denke mal, es wird sicherlich auch ein Buchprojekt geben werden, das ich angehe. Wann das genau ist, weiß ich nicht. Das könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht für nächstes Jahr. Keine Ahnung oder sowas, bin ich noch ganz offen. Aber so vom Kern her, so eine Konsolidierung, dass ich sage, okay, komm mal, das ist dein Thema, irgendwie, das ziehst du jetzt ganz konsequent durch. Ich habe auch das, also den Wunsch momentan, erstmal das auch zu konsolidieren und zu festigen. Und ich weiß ganz genau, dass ich als nächstes, das brennt mir schon ein bisschen unter den Fingernägeln, aber das mache ich nicht, weil ich jetzt erstmal eine Sache konsequent machen will. Ich möchte sehr gerne auch ausbauen in den Business-Bereich. Okay. Na, das ist so mein Thema, das ich gerne als nächstes angehen möchte. Ich könnte mir auch vorstellen, so eine Big Shift-Seite zu machen, wo ich vielleicht noch über die Persönlichkeitsentwicklung hinaus einfach mal über den Tellerrand schaue und gucke, was gibt es für Leute, die zum Beispiel was in puncto Kultur anders machen, spannende Projekte voranbringen, ja, was passiert in Richtung Crowdfunding, was passiert jetzt Gemeinwohlökonomie, was passiert auf ganz verschiedenen Ebenen über diesen Tellerrand hinaus. Das wäre ein Wunsch, dass ich das recht bald angehen könnte. Aber momentan denke ich erstmal, bevor du das ganz große Ding jetzt anreißt oder sowas, ist jetzt erstmal das, was wir jetzt hier haben, der Kurs, der jetzt da ist. Meine Website wird überarbeitet. Es wird alles auf Big Shift jetzt sozusagen auch ausgerichtet, im persönlichen Bereich oder sowas. Und das will ich erstmal konsolidieren. Und wenn das sitzt und ich das Gefühl habe, das passt, dann kommt der nächste Schritt, dass ich das größer machen werde. Und ob das jetzt, sage ich mal, schon nächstes Frühjahr der Fall sein wird, wie ich es mir am liebsten wünschen würde, oder ob ich mir noch ein bisschen mehr Zeit lasse und sage, das ist vielleicht erst für Herbst oder vielleicht auch erst für 2016, das lasse ich mir total offen, weil da will ich mich gar nicht jetzt in so eine Zeitfalle reinbegeben und mich unter Druck setzen, sondern da sehe ich es lieber irgendwie jeden Tag erstmal kontinuierlich das machen. Und wenn die Zeit reif ist, wird sich das schon ergeben und dann wird sich auch die Tür öffnen und dann gehe ich da auch durch. Ja, okay, ja. Ich bin gespannt, was beim nächsten Mal sozusagen rauskommt, wenn wir uns beim nächsten Mal unterhalten. Martin, ja, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für das Gespräch, was direkt wieder vom Follows Function, ne, so ein bisschen direkt im Gespräch irgendwie schon so diese Energie wieder rüberkam von dem, worum es auch geht oder so. Also, ich hoffe, die Zuschauer können sich jetzt auch das so ein bisschen vorstellen. Und ich persönlich finde es auch total interessant, wie das, habe ich auch so das Gefühl, bei dir so vom Äußeren wieder ins Innere geht, ne? Also wie es so anfängt, irgendwie so mit Zeitmanagement, Effektivität, Berufung finden und es wandelt Jo. irgendwie immer mehr so nach innen oder so, ne? Ja, Bis genau. es irgendwie so auf dem Niveau angekommen ist, wo man das Gefühl hat, so klack, irgendwie so die Gewinnstufe ist eingeloggt oder so, ne? Hier kann ich jetzt erstmal nicht mehr wieder zurückfallen, hier bleibe ich erstmal und mache mal meine Ja. Arbeit, was ich zu geben habe und dann später, wer weiß, was sich daraus noch weiteres ergibt, so. Also, das finde ich total interessant. Also, meiner Meinung nach, oder meine Theorie nach ist eigentlich so, dass die wirklich wichtigen Themen der Menschheit eigentlich was ist, was schon immer überall in allen Kulturen irgendwie so eine zentrale Rolle gespielt hat. Und da irgendwie die, weiß ich nicht,
die Denker und Heiler und Dichter und irgendwie alle Leute, die irgendwie so eine Mischung zwischen ihrem Rationalen und Emotionalen haben und da, weiß ich nicht, Kunstwerke oder Ideen oder Schriften oder Prozesse vorgebracht haben, dass das was ist, was uns eigentlich schon lange beschäftigt, aber dass das jede ja, Generation in ihrem eigenen Kontext irgendwie wiederentdecken muss. Ne? Auch. Ja, und ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen. Also ich stimme dir zu. Das ist eigentlich ich würde mal behaupten, eine jahrtausendelange Entwicklung, die da stattgefunden hat. Und wir sind jetzt die Generation, die es klar macht. Ach so, Weißt du, okay. wir haben die Mittel, die Möglichkeiten, das zu machen. Ja, wir haben das Internet, wir können unsere Arbeit selbst gestalten, wir können Projekte in die Welt reinbringen, die die Welt verbessern und gleichzeitig auch davon leben. Wir haben viele wunderbare Lehrer, Trainer, Coaches, die weltweit alle an dieser Sache auch mitarbeiten. Ja, jeder macht da leistet da seinen eigenen Beitrag. Es ist alles vorhanden, die Information ist überall da und wir sind die Generation, die jetzt diesen Hebel umlegt. Ja, das ist unsere Mission sozusagen, dass wir diejenigen sind, die all das, was die Generation vor uns aufgebaut haben, ja, von den, sag ich mal, den Hippies, die, sag ich mal, in der 60er Jahre gesagt haben, hier, ne, Liebe ist so wichtig oder sowas, ne, und die dann doch wieder versumpft sind, ne, bis hin zu dem, was wir jetzt in den letzten Jahrzehnten jetzt erlebt haben an neuen Entwicklungen, auch die Grünen, die gekommen sind, gesagt haben, Bewusstsein, Aufmerksamkeit auf Umwelt und so weiter und so fort. All die haben sozusagen ihre Arbeit geleistet und wir stehen jetzt sozusagen auf deren Schultern und es ist unsere Generation, Martin, glaube ich, irgendwie, die jetzt diesen Schalter umlegen kann und auch sollte. Und ich glaube, wir machen das auch. Und das ist dann vielleicht unser Beitrag an die Geschichte und unsere Kids und unsere Enkel oder sowas, die werden dann vielleicht schon diesen Big Shift richtig genießen können. Das war ein Abschlusswort, wie ich das besser nicht hätte sagen können. Martin, dann sage ich einfach nur, let's do it. Okay, let's do it. Okay, alles klar. Und ja, falls du, lieber Zuschauer, dich jetzt angesprochen fühlst und da auch dieses Verlangen fühlst, da jetzt irgendwie für dich selber und auch, ja, weiß ich nicht, für uns alle irgendwie aktiv zu werden, da mit reinzuspringen in diesem Strom und da sozusagen nicht nur mitzuschwimmen, sondern das halt auch durch deine Persönlichkeit irgendwie mit zu inspirieren, diese Strömung und das weiterzubringen, dann lade ich dich ganz herzlich ein. Wir werden hier linken auf diverse Schnupperkurse und so weiter, wie man da schon mal reingucken kann, wie man gucken kann, ob das was für einen ist und wie man ja das irgendwie, indem man das selber in sich macht, das auch so im Gesamten mit zusammen weiterbringt. Und ich bin unglaublich gespannt, worüber wir uns in einem Jahr unterhalten und ja, wie das ganze Ding dann aussieht und wie es dann weitergeht. Da freue ich mich auch schon drauf, Martin. Danke für Alles die klar, Einladung. Martin. Ich danke dir vielmals. Tschüss. Ciao.